Gott verwendet dich nicht bloß, damit du verfeinert wirst oder leidest. Du erfährst so die Bedeutung des Lebens und Gottes Taten, dass ihm zu dienen nicht leicht ist. Gottes Werk zu erfahren heißt nicht nur seine Gnade zu genießen, sondern zu leiden aus Liebe zu ihm. Erfahre alle Seiten seine Gnade und seine Züchtigung, seine Erleuchtung und sein Urteil. Gottes Diener sollten nicht nur wissen, wie sie um seinen Willen leiden, sondern dass ihr Glaube an ihn dazu da ist, ihn lieben zu wollen. Glaube an Gott bedeutet, ihn zufrieden zu stellen, wow, und die Disposition auszuleben, die er fordert. Hey, somit werden seine Taten und seine Herrlichkeit bekundet. Durch die, die es nicht wert sind, das ist die richtige Sichtweise des Glaubens an ihn. Und das wahre Ziel, das du erreichen solltest. Gott hat dich gerichtet, gezüchtigt, seine Worte haben sich mit dir befasst, dich aber auch erleuchtet. Bist du negativ und schwach, sorgt sich Gott um dich, so weißt du, dass der Mensch Gott ausgeliefert ist. Du denkst vielleicht, Glaube an Gott bedeutet Leiden für ihn, zu arbeiten, dass alle Dinge gut gehen. Aber all das sollte nicht das Ziel deines Glaubens sein. Das wäre falsch und du würdest niemals perfektioniert. Gottes Diener sollten nicht nur wissen, wie sie um seinen Willen leiden, sondern dass ihr Glaube an ihn dazu da ist, ihn lieben zu wollen. Glaube an Gott bedeutet, ihn zufrieden zu stellen, wow, und die Disposition auszuleben, die er fordert. Hey, somit werden seine Taten und seine Herrlichkeit bekundet. Durch die, die es nicht wert sind, das ist die richtige Sichtweise des Glaubens an ihn. Und das wahre Ziel, das du erreichen solltest. Gottes Taten, Gottes gerechte Disposition, Gottes Weisheit und seine Worte, seine Erstaunlichkeit, seine Unergründlichkeit müssen alle vom Menschen verstanden werden. Entferne mit diesem Wissen deine eigenen Forderungen, Hoffnung, Idee, dann erfüllst du die Bedingungen, die Gott verlangt. Nur so kannst du Leben haben, nur so kannst du Gott zufriedenstellen. Glaube an Gott bedeutet, ihn zufrieden zu stellen, wow, und die Disposition auszuleben, die er fordert. Hey, somit werden seine Taten und seine Herrlichkeit bekundet. Durch die, die es nicht wert sind, das ist die richtige Sichtweise des Glaubens an ihn. Und das wahre Ziel, das du erreichen solltest.